Konstantin von Notz, der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, und der gehört ja der Koalition an. Und jetzt ist bei uns Roderich Kiesewetter, der war in der letzten Wahlperiode Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, ist jetzt stellvertretender Vorsitzender. Und auch mal die Frage an Sie, was haben Sie gelernt heute von dieser Anhörung? Also im Fortschritt, ich muss direkt sagen, es gibt einen regelrechten Fortschritt im Verhältnis zu vor einem Jahr. Es ist sehr deutlich geworden, dass angesichts der Zeitenwende die Dienste eine andere Stellung in unserem Sicherheitsgefüge haben. Und diese andere Stellung macht sich auch darin deutlich, dass im heutigen Bereich weniger über Überwachungsgesamtrechnung gesprochen wurde als über Bedrohungsgesamtrechnung. Das heißt, es geht darum, der Bevölkerung klarzumachen, dass unsere Art zu leben auf dem Spiel steht. Und die Dienste haben alle drei sehr deutlich gemacht, Spionage in der Bundeswehr und Bedrohung, Cyberbedrohung im Verfassungsschutzbereich und auch im Auslandsnachrichtendienst, wie sehr unser Land unter Druck steht. Also wir brauchen eine neue Sicherheitskultur. Und ich glaube, das ist sehr deutlich geworden. Wie ist die Bedrohung akut, nach dem, was Sie hier heute gehört haben? Und wie könnte diese neue Sicherheitsarchitektur, die Sie ansprechen, denn aussehen? Was muss sich denn ändern? Die Bedrohung ist akut, indem beispielsweise Bundeswehrkasernen, wo ukrainische Soldatinnen und Soldaten ausgebildet werden, mit Drohnen überflogen werden. Die Bedrohung ist akut aufgrund der Cyberangriffe, aber auch der Angriffe auf kritische Infrastruktur. All dies zusammen zeigt, dass wir eine neue nationale Sicherheitsstrategie brauchen. Und was die nationale Sicherheitsstrategie angeht, wir Teilstrategien brauchen, Cyberabwehr, einen aufgewerteten Bundessicherheitsrat, aber eben auch ein anderes Sicherheitsbedürfnis in der Bevölkerung, eine Art zivile Reserve, die kritische Infrastrukturen schützt, aber auch in der Bevölkerung das Bewusstsein, dass man selber Vorsorge treffen muss und dass Wohlstand auch sichere Vorräte sind und nicht drei Urlaube im Jahr. Angesichts der Bedrohung, die Sie eben auch angesprochen haben, oder man muss ja eigentlich sagen, der Bedrohungen, werden die Dienste auch anders betrachtet, muss man jetzt auch mal dazu sagen. Aber Sie haben sich natürlich im Vergleich zu, sagen wir mal, vor 3, 4 Jahren nicht dramatisch verändert. Ist das, was Sie gerade beschrieben haben an neuen Aufgaben mit den Diensten, so wie sie sind, machbar? Ja, das ist machbar. Es bedarf allerdings einiges gesetzlichen Anpassungsbedarfs, zum Beispiel bei Finanzdienstleistungen, aber auch bei Zugriffen im Cyberbereich. Und das Dritte, was wir eben brauchen, ist ein anderes Sicherheitsbewusstsein. Und das ist deutlich geworden, denn die Dienste haben gewarnt. Insbesondere der BND hat sehr früh auf die Eskalation hingewiesen, wie auch seinerzeit auf den Zerfall Afghanistans. Und es ist die politische Bewertung, die falsch lag. Und ich glaube, wir Politiker und Politikerinnen müssen uns viel deutlicher vor Augen führen, welchen Mehrwert die Dienste bieten und das in unser Urteil mit einbringen. Wir können uns die Welt nicht bauen, wie wir sie uns wünschen, sondern die Dienste zeichnen sie manchmal nicht nur drastisch, sondern was die Bedrohung aus Russland anging, hochrealistisch. Und die neue Frage ist natürlich der Umgang mit China. Einer hat es heute sehr klar gesagt, dass Russland ist das Unwetter, aber der Klimawandel ist China. Jetzt haben Sie positive Beispiele genannt für die Dienste, wo Sie tatsächlich was gesehen haben und die Politik, wie Sie sagen, nicht reagiert hat. Auf der anderen Seite gab es ja auch die Situation immer mal wieder in den vergangenen 10, 15 Jahren, dass Nachrichtendienste, insbesondere der Verfassungsschutz, eben nicht gesehen haben, was sie beispielsweise im rechtsextremen Spektrum getan hat und was da alles passiert ist. Stichwort ist natürlich NSU. In diesem Fall sehen Sie denn beispielsweise den Verfassungsschutz auch hinreichend aufgestellt, neu aufgestellt? Also hier, glaube ich, müssen Bund und Länder enger zusammenarbeiten, denn wir haben einzelne Verfassungsschütze in den Bundesländern, insbesondere in östlichen Bundesländern und in den kleineren Bundesländern, die nicht stark genug aufgestellt sind und mehr Unterstützung vom Bund brauchen. Also hier ist Anpassungsbedarf, aber generell ist auch die Vernetzung der Dienste erforderlich. Ich spreche die Streitkräfte an und auch die Reserve. Da gibt es Fortschritte in der Zusammenarbeit MAD und Bundesamt für Verfassungsschutz, aber das lässt sich noch ausbauen, weil man stärker in die ehrenamtlichen Strukturen schauen muss. Und das ist bisher legal nicht möglich. Und da müssen wir gucken, dass wir die ehrenamtlichen Strukturen vielleicht anpassen, insbesondere im Bereich der Reserve. Jetzt haben Sie die Bundesebenen der Dienste angesprochen, gerade im Zusammenhang mit NSU. Dem Stichwort, was ich eben hatte, war ja vor allem auch die Länderebene, also die vertikale Ebene im Grunde nicht richtig funktioniert. Und die Zusammenarbeit beispielsweise mit den Landes- und Kriminalämtern und dem Bundeskriminalamt. Ist da was passiert in den vergangenen Jahren? Also die Dienste warnen ja, die Landesämter für Verfassungsschutz warnen. Wir hatten gerade erst unlängst
wieder ein Beispiel aus Thüringen und Sachsen-Anhalt. Aber es muss auch die politische Führung, die politisch Verantwortlichen in der Landesregierung das ernst nehmen und für eine entsprechende Mittelausstattung sorgen und auch die Vorschläge und Warnungen umsetzen und nicht abtun. Das ist eine Frage der Sensibilisierung der Politik und weniger eine der Ausstattung der Dienste. Ganz kurz, die Kommunikation unterhalb der Dienste und auch der Landeskriminal- und Bundeskriminalämter haben sich verbessert? Ja, aber sie sind noch nicht dort, wo wir sie haben wollen. Wir müssen gemeinsam an einer besseren Bedrohungswahrnehmung arbeiten und auch die parlamentarischen Kontrollgremien der Bundesländer, auch wenn es gesetzlich nicht vorgesehen ist, enger zusammenschließen, auch mit uns, um irgendwo Regelungslücken zu finden, aber eben auch Dunkelfelder. Und die sehen wir insbesondere im Bereich des Extremismus, links wie rechts und im Islamismus. Das war Roderich Kiesewetter, der stellvertretende Vorsitzende des parlamentarischen Kontrollgremiums. Vielen Dank, dass Sie live bei uns gewesen sind und mit einer Einschätzung zu der dreistündigen Anhörung, die wir hier gesehen haben, der Chefin und der Chefs der Nachrichtendienste, meine Damen und Herren.